Was ist das Urteil darüber, wenn ein islamischer YouTuber keine Beleidigung gegen den Islam löscht? Sollte man von so einer Person Wissen nehmen? Erstmal, Barakallahu fikum, wenn man ein YouTube-Video sagt oder ein Facebook oder ein TikTok und so weiter und man hat so viele Kommentare und sowas, das wird schwer sein, dass man alles löscht. Deshalb, man sollte mit dem Bruder reden langsam und ihm erklären oder zeigen, pass auf, es gibt hier, es gibt hier, es gibt hier. Und wenn einige Zeit haben, dass sie jeden Tag 5, 6 Stunden sitzen und nur die Kommentare lesen und so, ich denke, das wird nicht so sein. Das heißt, wenn jemand jeden Tag 10, 20 Kommentare hat, das wird schwer sein, dass man alle Kommentare löscht und dass man alles nochmal liest und so weiter und so fort. Ich denke, die meisten, die auch in YouTube-Videos haben oder in anderen sozialen Medien, die haben keine Zeit, sich alles anzuschauen. Deshalb, man sollte gut denken von dem Bruder. Und ich denke nicht, dass er absichtlich, und kein Moslem wird das akzeptieren, dass jemand den Islam beleidigt und dass man das zulässt oder dass man, sage ich jetzt, diese Kommentare lässt. Aber da muss man gucken. Wenn man über ein Thema diskutiert, dann könnte man das freilassen, damit die Leute auch mitdiskutieren. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und nicht vergessen, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran erwähnt, was die Juden über ihn gesagt haben oder was die Kuffar über ihn gesagt haben. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Und trotzdem sind diese Sachen im Koran geblieben. Deshalb, wenn man mit den Leuten diskutiert, dann sollte man auch das, barakallahu fikum, hinnehmen, dass die Leute den Islam kritisieren oder den Islam beschimpfen und dass sie über dieses Thema auch reden. Wallahu ta'ala ala wa ala.